dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video. Ich habe wieder so coole Sachen bei Temu gefunden und das zeige ich dir natürlich jetzt gerne. Also viel Spaß mit dem Video. Das Mikro wollt an dieser Stelle gerade nicht, geht aber gleich wieder weiter mit dem richtigen Ton. Hier zeige ich gerade eine super praktische Tasche und zwar fürs Auto, also für den Kofferraum. Die kann man sogar mit Hilfe eines Klettbands im Kofferraum super befestigen und so fliegt einfach nichts mehr hin und her und alles ist prima geordnet. Hier zeige ich dir gerade die süßen Mini-Schleifen, die ich entdeckt habe. Das sind super süße Haarspangen. Die halten sogar bei meinen super extrem dünnen Haaren. Auch oben am Pony perfekt für mich geeignet einfach. Die kann man so, ja ich sag jetzt mal so klipsen. Und obwohl die einfach nur so reingeklipst werden, halten die einfach. Und das ist so, so cool bei meinen Haaren. Wie gesagt, bei mir rutscht einfach nur alles raus. Aber diese wunderschönen Schleifen halten einfach perfekt. Dann habe ich noch diese süßen Schleifen gefunden. Guck mal, die sind auch so hübsch. Und ich wollte vor allem auch verschiedene Farben haben, je nachdem, was man dann eben trägt. Die sind auch so zum Schnappen. Guck mal, süß. Und ich trage halt auch gerne so einen Seitenzopf oder einen geflochtenen Zopf. Und dann habe ich gedacht, wenn man das dann so an die Seite mit reinklipst, dann ist das voll süß. Und ich habe so Lust auf Schleifen bekommen einfach. Und hier habe ich vor allem eine schöne Auswahl an Farben. Guck mal. Und zu guter Letzt habe ich doch diese tollen Schleifen entdeckt. Die sind auch jede Menge Farben drin. Huch. Guck mal. So viele. Huch. Und ich wollte natürlich auch noch welche in rosa haben oder pink. Aber hellrosa ist auch mit dabei. Schau mal. Und zu guter Letzt darf es noch rot sein. Finde ich dann auch süß. Entweder natürlich im Herbst passt natürlich auch rot oder dann eben an Weihnachten mag ich auch rote Schleifen super, super gern. Und die sind auch wieder so gemacht. Kann man schön reinklipsen. Noch was richtig, richtig Praktisches. Diese Teile hier. Und jetzt habe ich sie in weiß. Ich habe sie schon einmal in schwarz bestellt. Und jetzt haben wir sie noch in weiß. Freue ich mich, wenn ich weiß, was das ist. Hier könnt ihr natürlich auch Kleidung ranklipsen, wenn ihr die irgendwo anhängen wollt oder so. Ich nehme das aber einfach für unsere Geschirrtücher, Handtücher und so weiter. Und dann kann man die einfach gut aufhängen. Und ja, hier klipst man die einfach rein. Und dann hängt das Handtuch und ja, richtig cool gemacht. Ist auch schön fest, also hier passiert auch nichts, dass das Handtuch hier wieder schnell rausflutscht. Also passiert absolut nicht. Und ich wollte jetzt gerne noch welche in weiß haben, weil die ist einfach viel, viel besser bei uns ins Bad passt. Tasse hier habe ich noch entdeckt. Die sieht so aus wie ein Kürbis aus Glas. Ich finde die wunderschön. Kam auch heil an. Daher werde ich, denke ich, auch nochmal Tassen bestellen. Ich finde die so cool und da werde ich so einige Getränke mitzaubern. Dann endlich passend zur Herbstzeit ein schöner Kissenbezug. Ich habe kein einziges Herbstkissen irgendwie. Ich habe zwar noch jede Menge, womit ich das befüllen kann, aber irgendwie keinen passenden Bezug und ich dachte, jetzt muss endlich mal ein herbstliches Kissen noch mit her. Ich denke, das sieht dann auch super hübsch aus auf dem Sofa. Dann bleiben wir mal kurz bei Herbst oder Halloween und so weiter. Passt ja bei beiden. Ich habe noch für unser Kätzchen. Wie geht's jetzt auf? Klappt die auf. So ein Teil hier bestellt zum Reinklettern und so war's. Hier wird. Auch super lustig. Können die damit spielen? Eine Spinne hängt hier noch. Und das passt auch richtig cool zum Herbst. Ja, wenn man seinem Tier eine Freude machen will, auch mit Herbst oder Halloween, finde ich das auch voll süß. Außerdem mega witzig. Ich fand das so cool. Ich dachte, ich muss das mal ausprobieren. Das kann man, ja, man kann es auch in einem Kuscheltier oder einer Puppe oder so anziehen. Fledermausflügel. Es ist aber eigentlich gedacht für ein Tier. Also mal gucken, ob unsere Katze das mitmacht. Also die lässt eigentlich ziemlich viel mit sich machen und hat da auch keine Angst und so. Sollte ihr das natürlich nicht gefallen, ich werde da unser Tier mit Sicherheit nicht quälen. Aber vielleicht finden wir auch einen kleinen Hund oder so. Gibt es ja alles im Freundeskreis und so weiter, wo man das mal ausprobieren kann und ein lustiges Foto, ja, vielleicht entsteht.
Mal sehen, ich fand es jedenfalls voll cool. Wenn nicht, dann kriegt es halt der Teddy an oder eine Puppe oder so. Dann habe ich so einen schönen Schal entdeckt. Der ist richtig schön kuschelig und flauschig. Schau mal, den möchte ich gerne verschenken. Fand den so angenehm, fand ich so hübsch. Und ja, gerade die Männer, die tragen ja nicht so gerne Schal. Also jedenfalls die, die ich kenne, da soll es immer schnell gehen und tragen die meistens gar nichts und frieren dann irgendwie immer alle im Winter. Und deswegen dachte ich, sowas ist doch immer ganz praktisch. Außerdem auch noch zum Verschenken habe ich ein Shirt gekauft. Ich hoffe, dass es demjenigen gefällt. Also wie gesagt, das wird ein Geschenk werden. Und dann habe ich außerdem noch ein weiteres Shirt gekauft, fand ich auch richtig cool. Und der Verlauf, der ist wirklich so schön, wie es auch im Internet ausgesehen hat. Finde ich cool, habe ich mich sehr gefreut drüber. Und ich hoffe natürlich, dass die beschenkte Person sich darüber auch freut. Auf was richtig cool ist, guck mal, ich habe jetzt kleine Fliegenpilz-Ohrringe. Ich finde das so süß. Ich mag das einfach, Ohrringe zu tragen in jeder Jahreszeit, irgendwie was anderes oder zu irgendeinem passenden Thema. Und jetzt der Herbstzeit Fliegenpilze fand ich auch sehr, sehr passend und die sind so süß. Und vor allem, die sind halt niedlich und klein und ich habe hier keine riesen Ohrringe dran zu hängen, deswegen fand ich die so putzig. Das hier fand ich auch wunderschön. Das kommt natürlich alles in so Einzelteilen, aber ist auch eine gute Beschreibung dazu, habe ich schon gesehen. Und ich denke, das wird auch richtig cool, wenn ich blende dir das mal ein, wie das aussieht, ja, wie man das quasi anbringen soll an der Wand. Das ist wie so ein Spiegel gemacht und ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn das dann an der Wand hängt. Außerdem wollte ich mal wieder neue Feilen ausprobieren von Timo. Die letzten haben mir auch super gut gefallen. Und ich verbrauche ja einiges an Pfeilen und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich versuche es nochmal. Die letzten, wie gesagt, waren top. Dann habe ich noch einiges fürs Nägelmachen bestellt. Guck mal, hier sind so süße Figuren. Das ist hübsch, wenn man das dann auf den Nägeln so trägt. Schön weihnachtlich und schöne Schneemänner und so sind hier dabei. Ach, da freue ich mich schon richtig doll drauf. Kann man natürlich auch zum Basteln nehmen, je nachdem, was man hiermit gestalten möchte, funktioniert auch. Außerdem fand ich die hier noch super hübsch. Hier sind so kleine Mini-Pinguine drin und jede Menge Schneeflocken. Kann man, wie gesagt, zum Basteln nehmen. Ist eigentlich für die Nägel gedacht, aber man kann das ja ganz individuell, ja, hier sich was einfallen lassen und kreativ einfach werden. Auch die hier fand ich super hübsch. Guck mal, kleine Weihnachtsmänner. Und guck mal hier die kleine Mini-Socke hier. Ist das süß. Und über die hier freue ich mich auch richtig doll. Schau mal, das sind so kleine Schleifen mit so, ja, wie so eine Art Glöckchen dran. Ne? Ist auch für die Nägel, ist recht groß. Eigentlich kann man damit auch coole Anhänger gestalten. Aber ich fand die so hübsch und dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Ich finde das so, so süß. Wir sind am Ende vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag und sage bis ganz bald zum nächsten Video. Ciao!